Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 29 von Shapes.io. Ja, wir brauchen diese Kreise hier, die wir hier sehen, und die müssen weiß werden. Das Weiß haben wir hier oben gebaut. Da ist das, und dann werden wir das gleich nach dem Intro dann mal bauen, dass das so klappt, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann packen wir mal hier die Kreise an. Machen wir so. Machen wir erstmal 6. Also wir können ja auch eigentlich hier die Färbemaschine gleich schon lassen, ne? Ja, das wäre vielleicht noch eine Idee, ne? Ne, Bereich markieren will ich nicht. Ich möchte hier ein temporäres Ziel haben. Okay, da komme ich dann nämlich hin. Das ist da, ne? Genau, jetzt gehen wir zur Blaupause. Und bei der Blaupause holen wir uns jetzt das Färber-Tool, welches das hier rechts ist. So, das heißt, wir müssen Steuerung da runter gehen und holen uns das dann mal gerade ab. Ne, brauchen wir nicht. Ne? Kopie muss man noch machen, hat der. Sag schon. Oh, ist doch größer als ich dachte. Okay. Wo bauen wir das dann hin? Hier? Ne. Liegend. Ist auch nicht so dolle, ne? Wo ist der Hub, wenn? Da unten, okay. Vielleicht hier so hin. Ist nur die Frage. Von oben kommen sie rein, ne? Ja, sieht so aus. Dann würde ich das mal hier so hinbauen. Tempo mal da, ja. Jetzt müssen wir nur hier. Die Teile müssen wo rein? Natürlich auf der anderen Seite, ist klar. Mach erstmal so, geh so. Und geh dahin. Dann kommt das erstmal passend rein, das Teil. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen Tunnel, der dann hier reingeht. Das kann weg. Und die weiße Farbe kommt dann von hier oben. Die gehen da lang. Das heißt, hier ist der Ausgang, ne? So, dann müssen wir zum Tunnel. Okay, machen wir so und dann so. Und hier müssen wir nur so machen. Und dann kommen die fertigen Teile da gleich raus. Weiße Kreise, wie wir es haben wollen. Ne? Was war das? Der Hub war das auch, ne? Die weißen Kreise haben wir. Das blaue Teil haben wir, glaube ich. Ich glaube, jetzt müssen wir noch eine Windmühle bauen, ne? Das Temp-Teil war hier. War das wirklich jetzt alles schon? Ah, das Teil ist hier. Jetzt müssen wir die dann... Dieses müssen wir jetzt mit dem weißen Kreis vereinen, ne? Das heißt, wir brauchen Blaupause. Ein Stapelteil, das ist das hier. Das müssen wir dann jetzt hier mitnehmen. Bis dahin kopieren wir das. Kostet uns ein Tausender. Gehen jetzt zum Temp erstmal wieder hin. Also der eine Teil war da fertig, der andere Teil war da fertig. Ja, ich glaube, wir müssen das hier basteln.
Rotieren wir das Ganze. Ich glaube aber andersrum, oder? Ja, machen wir mal so rum. Und bauen das hier so hin. So, dann ist die Frage, welches kommt wohin, ne? Ich glaube, das linke ist unten drunter. Und das rechte ist oben drauf. Unten drunter war dieses Teil, welches wir dann da mit einem Tunnel haben müssen. So. Dann müssen wir das da anschließen. Dann geht das da raus. Und dann müssen wir noch da oben. Gehen wir mal nach da. So, welches Teil war oben drauf? Ich glaube, das rechte. Das heißt, wir müssen hier oben dran. Wenn ich so richtig liege. Und der Kreis, der weiße Kreis, der hier unten jetzt liegt, der muss oben drauf. Ich glaube, wir gehen mal hier so lang. Und diese Sterne kann man vielleicht noch mal gebrauchen, weiß ich nicht. So, dann gehen wir mit denen nach hier. Und von da aus gehen wir mal hoch. Und müssen dahin. So, und dann einen Tunnel bauen. Und hoffen, dass es so rum richtig ist. Passt, wunderbar. So soll das aussehen. Das haben wir hier doch auch, ne? Oder ja, dann müssen wir jetzt noch eine Windmühle da drauf haben, die dann auch blau werden muss. Blaue Teile haben wir hier, sind aber nicht genug. Aber wir brauchen auch die Windmühle. Windmühle. Wir hatten da auch noch ein Teil, was das neu baut, ne? Die vierteilt hier. Aber ich hätte schon gerne eine Windmühle, die schon mal so doppelt ist, ne? Guck mal, hier war das Teil fertig. Haben wir das irgendwie da unten wahrscheinlich gebaut, ne? Weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier die Windmühle irgendwo finden. Wenigstens eine halbe hätte ich gerne, aber ich vermute mal, die finden wir hier gar nicht. Ja. Also den Stern gibt es fast voll bis zu drei Vierteln oder sowas, aber die Windmühle, die mag nirgendwo sein. Hier unten ist sogar noch ein ganzer Kreis. Also Windmühle ist ganz schlecht. Hier ist ein ganzer Kreis. Ja. Man wenigstens halb hätten, ne? Hier ist auch das Teil, was wir eben gebaut haben. Hier ist ein Teil. Da ist sie, da ist eine halbe. Dann nehmen wir die halbe wenigstens, ne? Rechte Maustaste. Halbe Wind. Mühle. Machen wir WM, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal abbauen. Oder? Oh, da gibt es aber viele von. Das ist schon mal cool. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier so. Dass wir da
aus der Mitte raus anfangen, oder? Und das Ganze machen wir zweimal. Und dann gehen wir hier. Einfach erstmal ein Stück hoch. Und dann müssen wir jetzt zur Blaupause. Warte mal, haben wir das? Ja, halb WM haben wir hier. Halbe Windmühle. Ach so, da hatten wir schon mal halbe Windmühle. Okay, da gab es auch genug, aber ist jetzt auch noch egal. Jetzt haben wir die zweite halbe Windmühle. Wir gehen zu den Blaupausen, weil wir müssen jetzt schneiden. Schneiden ist hier oben. Dann müssen wir das markieren. Copy. Jetzt gehen wir wieder zur halben WM. Und drehen die mal um. Ich glaube, das ist schon ziemlich passend so, oder? Wir müssen hier nur den anschließen und den anschließen und schon kommen da die halben raus, oder? Ja, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Die sind schon fertig gedreht, das ist auch gut. Jetzt gehen wir nochmal zur Blaupause und holen uns dann den Zusammenbastler. Der ist hier. Kopieren wir. Der läuft von oben nach unten, das heißt, wir müssen den um 180 Grad drehen. Gehen zur halben Windmühle zurück. Drehen den. Und basteln den mal gerade hier hin. Ich glaube, das können wir schon so machen, ne? Dann nehmen wir das und verbinden das damit. Und jetzt müssen ganze Windmühlen hier rauskommen, ne? Tut's auch. Wunderbar. So, die ganzen Windmühlen müssen dann noch blau werden. Blau hätten wir da. Welche Richtung ist der Hub? Nach rechts. Das heißt, wir kommen bestimmt hier irgendwann an Blau vorbei. Die da ist die Farbe. Das bedeutet, wir machen jetzt mal gerade wieder eine Blaupause und holen uns den Färber, der hier ist. Kopieren den gerade und gehen dann zur halben Windmühle zurück, die hier ist. Sind jetzt hier schon mit den Teilen fertig soweit. Jetzt muss ich gerade nur gucken. Die kommen von da oben rein. Das heißt, wir drehen das Ding mal so. Und ich glaube, wir bauen das so hier hin. So, die fertigen Windmühlen kommen da rein. Das heißt, wir brauchen nur das Teil da anbauen und dann ist das schon mal erledigt. Und dann brauchen wir jetzt noch Blau, ne? Das Blau muss hier oben rein. So, aber da holen wir das Blau doch von hier. Zwei, vier, sechs. So. Jetzt müssen wir das nur mal ein bisschen näher bringen erstmal. Dann machen wir erstmal so. Nee, da wollte ich keine Marke setzen. Ich wollte nur so. Gut. Ich glaube, das muss dahin, ne? So, und dann kommen da die blauen Teile an und wir haben gleich die richtigen Sterne, ne? War doch so, oder? Ja, blaue Sterne. Da kommen sie fertig raus. Sehr gut. So, und die müssen allerdings andersrum. Hm, aber ist egal. Fließband. Wir müssen nach hier rechts. Machen wir erstmal bis hier hin. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen, ne?
das ist weit, weit weg, ey. Wo sind jetzt unsere Teile, die wir vorhin produziert haben? Die waren hier oben irgendwo, ne, oder? Warte, das war Temp. Hier sind die weißen Kreise. Die weißen Kreise sind hier, kommen da raus. Das liegt hier. Das bedeutet, hier machen wir mal einen rauszoomen, Rechtsklick. Dann ändern wir das mal hier in. Neues Projekt. Ich hoffe, das haben wir noch nicht. Haben wir schon. Shit. Aber klein geschrieben. Sehr gut. Wo ist denn das andere neue Projekt? Ah, das war sogar da in der Nähe. Und dann löschen wir das mal und gehen auf das neue Projekt. So, jetzt müssen wir nur nicht rechtsklicken. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da hinkommen, ne? Oh oh. Der Hub ist wo? Der ist da. Das heißt, wir müssen da nochmal verschweißen. Tja. Bedeutet, wir ziehen einfach jetzt mal hier los, oder? Das war die falsche Taste, sehe ich gerade, ne? Wir müssen nicht die Steuerungstaste drücken, sondern die Shift-Taste drücken, ne? Okay, dann machen wir das mal nach da erstmal. Von da gehen wir weiter nach da. Von da gehen wir weiter nach da. Okay. Dann gehen wir noch weiter nach da. Okay, läuft auch wieder. Das sind weite, weite Strecken, ne? So, da sind wir wenigstens schon mal bei den anderen Teilen. Ich glaube, wir könnten hier. Da sind die Windmühlen, das heißt, machen wir hier nochmal, ja, machen wir letzte Station da mal hin, damit ich das wiederfinde. Jetzt gehen wir zur neues Projekt. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir das Teil oder die Teile wieder zurückbringen, ne? Mann, das wird ernst. Okay, da kommt schon mal ein Tunnel hin. Der Tunnel kommt von da dann nach da. Und von da nach da. Jetzt müssen wir gerade den Tunnel bauen. Ich hoffe, wir verbauen uns jetzt hier nicht. Sieht aber erstmal ganz gut aus. Von da nach da. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir? Da ist die neue Station, das heißt, wir müssen noch weiter nach da. Gut, dass wir das gerade noch im Auge hatten, ne, wo das ist. Da ist noch eine Station.
Jetzt muss ich gerade nochmal wieder gucken, wo wir sind. Da unten müssen wir hin. Das heißt nochmal hier vorbei. Tunnel. Ich glaube, das war es dann schon mit Tunneln eigentlich. Ich hoffe, dass wir jetzt hier so runterkommen und dann da. Nee, noch nicht. Wir müssen noch weiter nach links sogar. Schön wäre es, wenn ich jetzt hier weiter anbauen könnte, aber das kann man halt nicht, ne? Und auch doof ist, wenn ich jetzt dann die Übersichtskarte habe, danach ist nicht mehr der ausgewählt. Okay. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich hoffe hier irgendwo. Keine Ahnung, wo die Station ist. Da links ist die. Ja. Sind die wenigstens schon mal da, die Teile? Wo ist die letzte Station? Da. Das heißt, von da oben geht die Reise nochmal hier hin. So, jetzt haben wir beide Teile da. Jetzt müssen wir, das war hier neue Station, hatten wir ja schon. Jetzt müssen wir zu den Blaupausen hin und wieder so ein Teil zum Zusammenbasteln haben, dieses hier. So, das haben wir jetzt hier, kopieren das und gehen dann zur letzten Station, war das das? Ja. So, hier müssen wir von da rein, das heißt, das muss so gedreht werden. Mehr kommt von da, nee, das ist noch, das ist das richtige Teil. So, das obere Teil. Naja, könnt's da einfach hinbauen. Müssen wir gucken. Also dieses Teil muss das da sein, glaube. Das wäre ja jetzt mal ein Wunder, dass das passt. Und das muss da rein. Und dann müsste das Teil tatsächlich fertig werden, oder? Jetzt muss hier das Richtige rauskommen. Das sieht, glaube ich, so aus, oder? Ja. Sehr schön. Jetzt müssen wir mit dem ganzen Teil da natürlich noch zum Hub hin, ne? Das ist noch ein bisschen weiter weg, glaube ich. Und da müssen wir noch einen Eingang zum Hub auch noch finden, ne? Wo ist der Hub denn? Ja, der ist schon gar nicht mal so schlecht auf der Linie da. Es wäre noch interessant, diese Tunnel in zweiter Ausführung zu haben, wie weit die reichen. Ne? Aber hier geht das bestimmt nicht durch, oder? Oh, doch, würde sogar gehen. Jetzt brauche ich da aber nur einen einfachen. Und da brauche ich wieder einen doppelten. Passt sogar sehr gut. Okay, das bedeutet, das geht erstmal bis dahin. Die Teile können jetzt bis dahin transportiert werden. Von hier geht es weiter nach da. Von hier geht es weiter nach da. Und von hier müssen wir noch weiter dahin. Vorsichtig, dass wir das richtig machen. Hier muss ein Tunnel hin.
Und da muss auch ein Tunnel hin. Okay, das war jetzt der große, der hätte nicht sein müssen. Ich mache ihn auch wieder weg. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber ich möchte lieber den kleinen nehmen. So und so. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der Hub ist. Da oben. Das bedeutet, der geht jetzt hier nochmal hoch. Und dann da lang. Zack. So ein Anschluss frei. So, dann wollen wir hoffen, dass das so läuft. Da kommen sie, ja. Und die sehen auch hoffentlich auch so aus, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, laufen sie rein. Wunderbar. Dann haben wir das auch geschafft, ne? In einer 25-minütigen Folge. War ein bisschen länger wie gehabt, aber wir haben das nächste Teil fertig, welches wir brauchen. Das läuft auch ganz gut hier rein wohl. Mal sehen, wann sich hier die ersten Lücken auftun, wo es dann nicht mehr läuft. Aber erstmal hat das gut geklappt. Quer über die Karte hin und her, aber naja, letzte Station und so, Temp haben wir auch. Müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Oh, 50.000. Das dauert eine Weile. Und wie ist es am Hub? 20.000. Okay, da kommen wir vielleicht eher zurecht. Wir sehen uns. Ciao.